herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon den Titel Neuanfang. Ja, es gibt eine neue Version von nvrgaming.de, also von meiner Webseite, und zwar nvrgaming 2.0, wie ich es gerne nenne. Ja, und was es damit auf sich hat, werde ich euch jetzt zeigen. Dazu startet ihr jetzt mal, oder in dem Fall ich einfach mal den Webbrowser und geben ein nvrgaming.de. Da werdet ihr nämlich nicht mehr auf die altbekannte Webseite geleitet, sondern hier auf diese neue Version von nvrgaming. Ja, die ist noch voll im Aufbau, hier gibt es noch nicht so viel. Hier gibt es nur halt ein paar Infos, zum Beispiel, ja, diese Info, nvrgaming.de ist back, in dieser neuen Domain. Und diesen Eintrag, Twitter-Verlinkung neu, das weist dann hier drauf hin. Ja, es wird noch mehrere kleine Änderungen geben, ja, aber... Ja, aktuell ist es noch so, dass es hier noch nicht so viel gibt. Das heißt, ihr müsst hier noch, wie ihr seht, gibt es nämlich hier noch den Eintrag nvrgaming 1.0. Dann kommt nämlich hier hin. Die noch aktuelle Version von nvrgaming, das ist meine alte Version von nvrgaming, die sogar noch einen alten Namen drin hat von damals. Ja, da kommt ihr nach wie vor noch drauf. Und dann kommt ihr auf die alte Version. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Landliebe-Joghurt. Verschiedene Sorten, der 450 Gramm Becher nur 5,8. Ja. Start direkt dieser Radioplayer. Auf jeden Fall, das wird die in Zukunft neue Version sein. Die Version, ich zeig's nochmal gerade. Da steht nichts. NVR Gaming ist unter So, da gehen wir mal schnell weg, da läuft nämlich gerade Copyright Music. Und wir können Strike kassieren. Auch wenn das gerade tolle Mucke war aus Liberty Rock Radio, aus GTA 4. Wunderbare Musik, aber ich will kein Copyright Strike bekommen, deswegen gehen wir mal schnell weg. Ja, auf jeden Fall. Die alte Domain habt ihr ja gerade gesehen, die ist noch bis zum 1.3.2022 verfügbar. So lange werde ich sie noch führen und dann ja, wird die Domain auch abgeschaltet. Also wahrscheinlich nicht abgeschaltet direkt, so eventuell. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das da weitergehen wird. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal so, bis zum 1.3.2022 gibt es da noch die neuesten Updates. Ja, so lange wird es dann wahrscheinlich dauern, bis dann diese Webseite nutzbar ist und wirklich interessant ist. Also ihr könnt immer mal wieder hier auf dieser neuen Webseite-Variante vorbeigucken. Aber aktuell ist es halt so, dass es halt hier noch nicht so viel gibt, weil das alles sich noch im Aufbau befindet. Also auch hier ist alles noch nicht. Hier ist noch Standard-Logo, hier ist vom Template halt noch so ein bisschen überwiegend die Designs, hier ist noch so eine Simply Page Button, der überhaupt noch keinen Sinn hat. Das ist alles noch so, ja, Alpha-lastig. Beta kann man noch nicht mal sagen, das ist noch so früh in Entwicklung, dass es hier eigentlich noch eine Alpha ist. Deswegen nvrgaming 1 wollen wir weiter drauf gucken. Hier findet ihr auch, wenn ihr drauf geht, hier direkt einen Button, wo geht so. So, machen wir das zu. Ja, und dann seht ihr hier schon die Seite. Sieht schon ganz cool aus. Ich habe jetzt die Tage ein bisschen was dran gemacht, ein paar Beiträge gemacht, ein paar Bilder hochgeladen und alles, damit das schon halbwegs vernünftig aussieht. Seht ihr, am 9. September 2021 kam der erste Beitrag. Erst online und der kam gestern. Vorgestern. Zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos ist es vorgestern. Ich weiß ja noch nicht, wann dieses Video auf YouTube erscheint. Wahrscheinlich, wenn das Video hier auf YouTube rauskommt, gibt es wahrscheinlich wieder deutlich mehr Features, als das jetzt der Fall ist. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, ja, sind das die aktuellen Features hier auf der Seite. Ja. Ich hoffe, euch gefällt die neue Variante. Seid gespannt, hier wird noch so einiges Neues kommen auf der Seite.
News, also es werden alle Sachen, die halt auf der aktuellen Version 1.0 noch drauf sind, werden nach und nach, wenn jetzt hier so dieser Standard-Hauptaufbau ist, werdet ihr jetzt im Laufe der Zeit dann sehen, wenn die Sachen dann hier rüber umziehen auf die neue Version. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Ganze, ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao. Leute,